Ist eine Shame. Bodo hat, glaube ich, Ladies einfach and Bock. Gentlemen, wir haben uns versammelt heute hier an dem Tag der Salzstreuer. Es ist Zeit. Dass also heute ist Welttag des Pinguins. Wo ist Blondie? Jawohl, und Pinguin. Gott sei Dank. Ne, Moment mal. Du sind wir hier nicht doch bei, keine Pinguine, oder? Hate Monday? Aber sie hat keine Rederechte, schreibt mir gerade. Nicht mal, wenn ich sie da hinziehe. Ja, gut, das macht natürlich Sinn, dass sie keine Rederechte hat. Das verstehe ich. Typisch Frau. So, jetzt kann sie reden. Jetzt geht's. In welchem osmanischen Reich sind wir denn hier gelandet, dass die Frau keine Rederechte hat? Das ist in Bananis Garten, ist das so. Ja, aber, oh Gott. Aber ich darf nicht nur wieder zu viel sagen, sonst muss Sascha wieder gleich alles erklären. Nicht, dass Samen noch erklären muss. Ida Fix, hast du die Cam absichtlich aus? Ja, selbstverständlich. Als würde ich sie nicht absichtlich aushaben. Denn wir haben hier 6 Leute und da brauchen wir nicht einen, der nur blöd rumguckt. Ja, in diesem Sinne, grüß Gott Kari. Hallo. Gott, der Quali, ey. Das also du sitzt, lustig, du sitzt aber schon im Trockner, oder? Hä? Hä? Trockner? Was ist das? Auf jeden Putzen, Fall musst du... Hä? Was? Waschen? Ich habe immer die gleichen Klamotten oder kauf neue. Ach, Hashtag YouTube Money. Kommen wir jetzt zu dem Mann, der sich scheinbar um die Wäsche kümmert. Banani, hallo. Hey. Außerdem dabei heute der Mann der Rettungen, der Podo! Das ist nicht richtig. Ich hab die meisten Rettungen. Sorry. Hallo, oh, jetzt hast du es kaputt gemacht. Ist echt ja. So. Jetzt müssen wir noch von vorne anfangen. Jetzt bin ich. Warte kurz, extra Statistiken, was gibt's noch? Dann bin ich jetzt der Mann der meisten Vorlagen. Und los. Stimmt das denn, Chris? Weiß ich nicht. Hinterfrag doch nicht immer alles. Okay, Bodo, hallo Bodo, hallo Chris. Ja, hi. Was geht ab? Ich hab Bock, lass mal starten jetzt. Und zum Abschluss natürlich heute auch dabei der Weltmeister. Oh, mir ist heute alles so egal. Ich chill mir so einen zurecht. Ihr könnt machen, was ihr wollt. Es interessiert mich null. Ich hab mein Tagesziel erreicht. Ich bin fertig mit dir. Was ist das Tagesziel denn überhaupt? Besoffen. Gut. Richtig. Besoffen? Das klingt super. Wie gesagt, ich chill mir jetzt hier einen zurecht. Machen wir so. Ja, gönn dir doch mal einen. Kannst du ein bisschen Unsinn labern, weil Blondie ist natürlich nicht dabei. Wir spielen ja Rocket League. Ups. Wenn du anfängst rumzuschlurpen, bin ich raus. Was sind denn das für Pings? Pings? Was sind denn das für Pings? Alter, was sind denn das für Pings? Was haben wir denn da? Habt ihr alle kein Internet oder was? Ich geh mal einfach auf Auto. Ich wette, das liegt daran, dass ich euch privat eingeladen hab. Ja, natürlich ein schlechtes. Hallo? Oh Gott, Lanzo, der Wolf ist schon wieder on fire! Und Kari fährt mir einfach in die Karre. Ich weiß auch nicht mehr. Du so langsam fährst? Ich guck mal bitte, wer mir in die Karre gefahren ist. Da, zack. Ob ich da nicht noch dran war? Wer weiß. Ja, der Weltmeister, ich glaube nicht. Nach einer Sekunde, aber ich glaube, das hatte ich auch noch nicht. Nach Wolf ist direkt wieder völlig OP, weißt du? Ich weiß nicht mal mehr, wo man Gas gibt. Stark, Bodo, muss ich dir lassen. Okay, also das mit dem Pinks ist echt komisch, ne? Also bei mir läuft es auch flüssig. Scheiße. Solange es flüssig läuft, also bei mir läuft es flüssig. Was? Ja, gut, ein es bisschen ist der Ball flüssig, komisch, aber. Ja, der zuckt so ein bisschen, ne? Der zuckt ein bisschen, aber ansonsten ist alles tipptopp. Die Autos zucken nicht. Keine Angst, die kriegen wir noch tot, der zuckt gleich nicht mehr. Oh, Weltmeister, was soll das? Da hat verrückt sie ja. Ich weiß gar nicht, wer bei mir in der Mannschaft ist. Ich glaube, der was, Wolf. Was? Wir haben den asiatischen Server genommen. Warum? Alter, wo ist der Ball? Warum haben wir. Können wir bitte auf den europäischen wechseln? Oder ist das hier jetzt gerade der Modifikator Lags? Ja, richtig, das ist der Mutator Asian Level. Boah, nee, das geht gar nicht klar. Level Asia. Boah, nee. Hä, hey, so schlimm ist es nicht. Also, ich weiß ja nicht, oh, doch schon. Ja, wenn alle einen Scheißping haben, ist es okay. Ne? Ja, echt so. Okay, das bleibt halt quasi beim 1-0. Oh, Golazzo! Nee, so viel zum Thema, es bleibt beim 1-0. Ey, was sind das für Pings? Kannst du mal nächstes Mal bitte einfach den. Ja, ist ja gut. Sonst habe ich immer den schlechtesten, aber diesmal bin ich eigentlich relativ gut dabei, was den Ping angeht. Und das ist traurig, weil dein Ping ist 228. Das war komisch. Ging, ne? Bug, ja. So, Mitte, wer ist da? Kari. Ja, super. Kari hat wieder gecheatet.
Ja, ich also glaube auch. Unter diesen Umständen lässt sich's auch einfach schwer spielen jetzt für mich, muss ich sagen. Es ist halt ein Asia-Level-Modus, das ist ein bisschen schwieriger. Man muss quasi abschätzen, wo der Lag ist und dann kann man die Golazos machen. Ja, genau, das... Fast hätte ich es geschafft, ja. Und dann kann man die Golazos machen. Das ist der Moment, wenn du den Ball haust und er bewegt sich einfach nicht. Ist wie eine Wand. Doch, die bewegen sich schon ganz gut, die Bälle. Immerhin habe ich Torschüsse. Du hast einen Torschuss? Und dann leckt sich der Ball wieder woanders hin. Keine Sorge, nur noch 3 Minuten. Nein, ich bin vorbei. Bruder, du bist so ein Lappen. Ach, ich habe einfach kein räumliches Vorstellungsvermögen. Ja, ich glaube auch. Und schon wieder vorbeigesprungen. Oh mein Gott, mach den doch rein, das ist nicht euer Ernst. Du bleibst einmal hinten, weißt du? Nur, dass ich den Ball immer nur so versetzt alle 2 Sekunden sehe, weißt du? Ach, verdammt. Ah, ist halt ein bisschen schwieriger, der Modus. Mitte. Und den muss er machen. Oh, und den macht er nicht. Licht. Oh, Bodo, ey. Gibt es das? Naja, das ist nicht mal ein Scheunentor aus 3 Metern, der Junge. Das sind die Lags. Bestimmt. Das sind die Lags. Ansonsten hätte ich schon 10 Tore. Ja. Minimum. Ja, wenn du auf dem Level weiterspielst, wo wir das letzte Mal zusammen gespielt haben, Bodo, dann... Da, guck dir das an. Das wahrscheinlich kein einziges Tor, aber hättest wahrscheinlich 10.000 Tore verhindert. Ich bin so ein Lappen, wie konnte ich denn da vorbeispringen? Ey? Ich wollte es nicht gesagt haben. Guckt euch diesen Traum-Schuss an. Ja, Kevin, das kannst du aber, weil das war einfach nur richtig, richtig schlecht. Achtung, ich kam einfach... Ich hätte den einfach nur haben müssen, weißt du, aber okay. Das kam, weil ich den Ball angeschnitten habe, der ist dann langsamer geworden. Hast ihn quasi richtig angeschnippelt, ja? Ja. Der Bodo schnibbelt sich aber auch alles zurecht. Gaming! Gibt's ja gar nicht. Gibt's ja gar nicht. Jetzt geht doch mal okay. Von unserem Tor weg. Oh. Kari, das schiebe ich jetzt mal auf die Legs. Da ist gerade irgendwas explodiert. Oh ja, ja, der Bodo angeblich habe ich Bodo getötet, aber ich bin eigentlich nur gegen Bodo gesprungen. Also. Ja, hallo, spring mal gegen den Bodo in echt, dann ist der tot. Hä? Bei irgendeiner Schöder irgendwas explodiert. Und Banani diesmal tot von Chris. Rocket League ist. Ne, ist nicht mehr gratis. Das war immer noch am Wochenende gratis, ne? Das war auch am Wochenende gratis, ne? Ansonsten kostet es immer noch 19. Rocket League gratis, ist aber auch ewig her. Hä, wie ist ewig gestern. Her? War doch am Wochenende. Aber generell. Rocket League gratis. Gratis war es auch nur für PlayStation Plus Kunden eine Zeit lang. Ja. Aber die zahlen ja auch, quasi. Boah, Banani! Was denn? Du Ochse, du bist mir genau in den... Genau darauf war ich hinaus, wegen unserem Asia-Level mit Gaming. Einer hat's verstanden, das ist schön. Oder du hast einfach nur den erstbesten Witz rausgesucht, der dazu passte. Oh. Nee, eigentlich nicht. Jetzt komm, mach Entscheidung. Nein, Thanks. Was?! Ich hab Paranen noch an die Latte gelenkt, Bodo? Bodo to delicious. Fuck you. Oh nein. In diesem Moment gucke ich aus dem Fenster und es schneit. GG. Ja, der Winter ist coming, ne? Du weißt ja, wie das ist. Ja, Santa Claus auch. To town. to town, ja. Ja, stimmt, jetzt kann ich ja auch wieder nach Twitter, auf Twitter gehen. Jetzt habe ich ja die Staffel 6, die Folge 1 geguckt jetzt von Game of Thrones. Nein, nicht ernsthaft, gehen wir mit dem Lag-Ding in die Verlängerung. Nein. Kari, spielst du eigentlich mit Tastatur? Nein. Sieh zu, dass du mit Tastatur spielst. Ja, ich sehe den schon. Ich muss mich erst einspielen. Das okay. Ansage. Kari ist mit Tastatur wie ein anderer Mensch. Alter, was war das denn gerade? Ich hab keine Ahnung. Alter, was die Wagen gerade gemacht haben, kann ich mir nicht erklären. Weil in Asien ist das so. Hashtag ja. Asia. Richtig, Asia. Okay, komm, Nachspielzeit, wir müssen das reißen. Ich glaube hinten. Bang. Auf die Seite, auf die Seite. Nein. Oh, Bodo, danke. Oh, ja, da war voll das dicke Lag. Natürlich. Das dicke Lag. Mach halt mal ein paar dünne Lags. Dann kann weniger schief gehen. Oh. Oh. Ja, das stimmt.
Oh, nein, oh, wirklich? Da wäre ich niemals mehr angekommen, ey. Nein, verdammt! Bin auch noch nicht in der Topform. Alter. Ja, wie wundert. Ja, ne. Wie viel habe ich geschossen in der letzten Session? In der vorletzten waren es 43. Okay. Ich hätte jetzt fast gesagt alle, aber. Ja. Noch nicht. Will euch ja ein bisschen mitspielen lassen. Mitte! Oh fuck. Oh, ah, kam ich nicht mehr hin. Ja, ja, ist gut. Karikan war schon wieder da. Nein, 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 oh, nein, nein, nein! Oh, Boden verkackt! Wichtig. Das war wichtig. Danke, Bodo. Hä? Oh, dieser Backball, ne? Backball. Weißt du, Backball. Wolf fährt nicht mal normal. Was? Der macht auch so eine Spezialmoves, damit er schneller ist. Was? Schlaberst du? Okay, da sind Kari und ich uns gerade in die Quere gekommen. Aber ihr fahrt doch zusammen. Alter. Jetzt weg mit der Oh Gott, alle fahren vorbei! Nein, Kari, nicht schubsen! Komm, Golazzo, Golazzo, Golazzo! Jawoll, Bruder, bist du doof! Nein, ich kann denn der nicht reingehen! Hauptsache doppelter Innenpfosten! Was? Der hätte ich bekommen! Was ist denn los mit euch? Komm, 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 komm! Na, da, jawoll! Ja. Wie auch ein immer! Ranziges Tor, ey! Auf jeden Fall! Aber der ging auf jeden Fall! Schön! Schön, schön, schön. Gott sei Dank. Ich glaube, er wechselt mal den Server, wa? Der Ping Party ist over. Ping Party ist over, richtig. Oh, ich habe die Bänderreifen freigeschaltet. Die Lord Bänderreifen. Ich glaube, ich muss aber euch neu einladen, weil irgendwie kann ich das hier nicht machen. Oh. Oh, können wir nicht einfach wieder einen Raum machen? And it's too late. Wo stelle ich das überhaupt hier ein? Das weiß ich nicht. Das ist es nämlich. Ich, oh. Bei, erstellen mit Bye, bye, ist schon in Sync, oder? Bye, bye. So, zählt das dann da mit, oder wie? Hä, hey, privat, ich wette, das liegt am privaten Match. Quatsch nicht. Dann lass doch den Papp, ach nee. Okay, nee, wir hatten tatsächlich irgendwie den anderen Ding da. Den anderen Ding da. Wir hatten da so ganz, ach so, ihr seid automatisch noch in der Gruppe? Das ist ja geil. Ja, Ding noch so. Das ist Ding. Richtig. 1999 hat angerufen, sie hätten gerne ihre Bravo-Hits zurück. Achso, wir sind sogar noch alle drin und ich warte hier. Ja, ist geil, Alter, oder? That's what she said, oder? Ich warte hier wie so ein Dulli auf die Einladung. Ich bleib hinten. Wir haben trotzdem hohe Pings. Ich sag's euch, das liegt trotzdem an der scheiß Einladung. Ja, jetzt sind sie aber im grünen Bereich, ne? Also. Ja, grün sind alle meine Blätter, ist okay. Ist nur kaputt bei euch, ey. Golazzo. Fuck, ich hätte fast noch gehabt, Mann, ne? Teamwork. Oh Gott, jetzt spiel ich ja mit dem Bananikari zusammen, ist ja. Schau dir das an, ich hätte den hier fast noch gehabt, aber dann habe ich ihn leider halt an den Pfosten gelenkt. Was ist denn los mit dir? Oh, da setzt sich der Bulldozer durch. Geil, ich bin mit Bodo und Kritz. Oh. War ich das? A riggedigga ding dong song. Oh, fast lecker. Und der Chris fliegt daneben. Aber nur fast lecker. Ach, Mann. Wo fahrt ihr denn hin? Ich drehe hier so mal meine Runden. Scheiße. Dreh du mal deine Runden, Bodo. Mach einen ruhigen, ne? Ja. Ich warte jetzt auf den Königspass von Chris. Königspass? Ja, ich darf ja wohl noch meine eigenen Wörter erfinden. Eigentlich nicht. Wer hat das erlaubt? Nicht am Tag des Pinguins. Ich dachte, du hast Pinguine. Tu ich ja auch. Gut. Deswegen erwähnt er das so oft. Ach so, deswegen ist er so schlecht drauf. Wurdest du mal von einem Pinguin angegriffen oder? Oder vergewaltigt oder? Hab schon ein bisschen drauf gewartet, dass einer das sagt. Vergewaltigt. Ja. Wer hat Angst vor dem schwarzen Pinguin? Niemand. Und wenn er kommt?
Dann laufen wir. Tor. Oh Mann. Schön. Was ist denn da los? Sehr, sehr schön. Da kommst du ja nicht mehr ran. Ich weiß ja nicht wie, aber ich hab den vorbereitet. Du bist... Weißt du, und Kari bedankt sich nicht mal. Frechheit. Dankeschön. Nee, jetzt ist auch zu spät. Und ich muss die ganze Zeit an diesen scheiß Regen... Oh, geil! Wettlich, ja, traumhaft. Jetzt weißt du ja auch, warum der 43 Tore hat. Das war. Wo hast du da denn am Ende noch was mit dem Tor zu tun? Damit habe ich nicht gerechnet. Weltmeister hier. Ja, ist doch stark. Weltmeisterlich quasi. Ja, ja, leck mich mal, Wolf. Aber das Schöne ist, immer wenn ich gegen Kevin spiele, dann weiß ich, ich mache viele Tore. Oh. Rade. Banane soll jetzt mal aufhören, hier so Torwart zu spielen. Gefällt mir nicht. A riggedigga ding dong song. Ich hasse Bodo jetzt schon für den scheiß Ohrwurm. Komm, Gaming! Wohin? Oh nein, der fliegt zu weit. Fuck. Da hab ich den Gaming mal eben kurz von hinten total weggefistet. Okay. Stark, Chris, Tor, Golazzo. Oh, scheiße. Wenn mein Auto explodiert, macht's in einem Batman-Zeichen Boom. Ziemlich cool aus. Na, geil. Na dann. Danke im Übrigen an den netten Herrn, der mir auch das Batmobil gesponsert hat. Ich habe das so auf einmal wach auf und habe eine E-Mail, dass ich das Batmobil in Rocket League jetzt habe. Und das fand ich sehr nett. Dankeschön. Das Sponsoren müsste man haben. Noch einmal. Kommt in die Mitte. Okay. Verdammt. Wollen wir jetzt parallel fahren oder was? Ja, warum nicht? Ist was gegen? Oh. Nö, war schön. War schön, Digga. Ding Dong Song. Tipps für die Blue Series. Üben. Boah, hör mir auf mit der Blue Series. Ich hab jetzt geschafft, in die Red Series zu kommen. Ich sag nur Strecke 109. Mehr will ich nicht mehr sagen. Anderthalb Stunden habe ich für die Scheiße gebraucht. Oh nein, um auf Silber nein, zu fahren. Nein. Oh Mann, Bodo. Danke. Warum? Ich habe mir den Ball wegnehmen. Ich habe mir den noch selber vorgelegt, dass ich nur noch reinschieben muss, Bodo. Ja, du hast zu viele Tore geschossen. Was ist das für ein Argument? Wir spielen zusammen. Ja. Na und? Ich brauche nicht den ganzen Abend. Ich wollte auch mal einschießen. Das ist super. Ja, dann mach's auch. Wenn du es mir klaust, ist es eine Sache, aber wenn du es dann verkackst, ist eine andere. Du nimmst mir auch alle Booster weg. Was soll ich da machen? Ja, und der Chris rammt mich einfach weg. Ich darf nicht mal an den Ball. So sieht's nämlich aus. Es gibt kein bestes Auto. Sind alle gleich, die Wagen. Nein, sind sie nicht. Ja, sind alle gleich scheiße. Wir haben unterschiedliche Hitboxen. Aber das ist, deswegen ist trotzdem keins besser als das andere. Nein, von der Geschwindigkeit nicht, aber gibt halt welche, mit denen man besser klarkommt, weil die höher sind oder länger oder... Dann kannst du aber nicht sagen, es gibt ein bestes oder es gibt persönliche Wagen. Aber ja, genau. Oh. Kam ich leider nicht mehr hin. Mhm. Bodo, vielen Dank für die Vorlage. Gerne. Ich sag ja, ich bin der Vorlagengeber. Ich hab dir diesmal nicht vorbereitet. Ja, Kevin, ich bin auch sehr enttäuscht von dir. Du baust ab. Also leistungstechnisch, haben wir eigentlich eine Statistik, wie oft Kevin mir eine Vorlage fürs Tor gemacht hat? Obwohl ich nicht in deinem Team war? Ja. Nee, die haben wir bestimmt nicht. Mehr als du in meinem Team warst. Ich bin doch mehr so der Franz Beckenbauer hier, ich habe auch nur Eigentore geschossen. Das überschreitet die Kapazitäten. Mitte, Leute! Oh. Oh. Ich frag dann nochmal, welches Auto ist das Beste. Wenn er nicht zuhört, würde ich sagen... Gibt's welche hinter die Ohren? Vielleicht hat er auch 3 Minuten Delay, weißt du's? Als ob! Wenn er so einen Ping hat wie wir vorhin? Oh, fuck. Wo hattest du ihn denn, Bodo? Ja, nein! Gott sei Dank nicht, ey! Sonst wärst du wieder in die Verlängerung gegangen. Fuck. Puh. Super, Jungs, super. Kari war bester Mann in eurem Team, denkt drüber nach.
Die ohne Rederecht. Die hat bestimmt wieder auf Tastatur gewechselt. Wahrscheinlich.